Der einzige Weg für uns, groß, ja, wenn es möglich ist, unnachahmlich zu werden, ist die Nachahmung der Alten. Der einzige Weg für uns, groß, ja, wenn es möglich ist, unnachahmlich zu werden, ist die Nachahmung der Griechen. Die Schönheit, welche sich mehr und mehr durch die Welt ausbreitet, hat sich angefangen zuerst unter dem griechischen Himmel zu bilden. Eine gemäßigte Witterung regierte durch alle Jahreszeiten hindurch. Und die kühlen Winde von der See überstrichen die wollüstigen Inseln im Ionischen Meere und die Seegestade des festen Landes. Unter einem so gemäßigten und zwischen Kälte und Wärme gleichsam abgewogenen Himmel spürt die Kreatur einen gleichmäßigen Einfluss desselben. Alle Früchte erhalten ihre völlige Reife. Selbst die wilden Arten. Dergleichen gehen in eine bessere Natur hinüber, sowie die Tiere, welche besser gedeihen und öfter werfen. Ein solcher Himmel bildet unter den Menschen die schönsten und wohlgebildetesten Geschöpfe und Gewächse und eine Übereinstimmung der Neigungen mit der Gestalt. Das Land der schönen Menschen, Griechenland, beweiset dieses, welches ein reiner und heiterer Himmel mit Fruchtbarkeit erfüllt. Der Einfluss eines sanften und reinen Himmels wirkte bei der ersten Bildung der Griechen. Die frühzeitigen Leibesübungen aber gaben dieser Bildung die edle Form. Man nehme einen jungen Spartaner, den ein Held mit einer Heldin gezeuget, der in der Kindheit niemals in Windeln eingeschränkt gewesen. Man lasse ihn vom 7. Jahr an auf der Erde schlafen. Man lasse ihn im Ringen und Schwimmen von Kindesbeinen an üben. Durch diese Übungen erhalten die Körper männliche Kontur, ohne Dunst und überflüssigen Ansatz. Aller Überstand des Körpers wurde behutsam vermieden. Die jungen Spartaner mussten sich alle 10 Tage vor den Ephoren nackend zeigen, die denjenigen, welche anfingen, fett zu werden, eine strengere Diät auferlegten. Ja, es war sogar eins unter den Gesetzen des Pythagoras, sich vor allem überflüssigen Ansatz des Körpers zu hüten. Es geschah vielleicht aus eben dem Grunde, dass den jungen Griechen der ältesten Zeiten, die zu einem Wettkampf im Ringen antraten, während der Zeit der Vorübungen nur Milchspeise zugelassen war. Die Bekleidung der Griechen war so beschaffen, dass sie der bildenden Natur nicht den geringsten Zwang antat. Das Wachstum der schönen Form litt nichts unter den verschiedenen Arten und Teilen unserer heutigen pressenden und klemmenden Kleidung, sonderlich am Halse, an Hüften und an Schenkeln.
Die Griechen wussten von keinem ängstlichen Zwang in ihrem Gewande. Die jungen Spartaner waren so leicht und so kurz bekleidet, dass man sie daher auch Hüftzeiger nannte. Beim Arbeiten mit dem Messer braucht man eine Stechschutzschürze. Und Gliederhandschuhe. Durch die Stechschutzschürze werden Stichverletzungen beim Ausbeinen verhindert. Durch Gliederhandschuhe werden Schnittverletzungen beim Ausbeinen verhindert. Ein Messer mit einer Klingenlänge von 10 bis 16 Zentimetern ist ein Ausbeinmesser. 16 bis 18 cm Stechmesser, 16 bis 21 cm Hautmesser und 21 bis 31 cm Wurst- und Schinkenmesser. Die Nase am Messer verhindert das Abrutschen der Hand in die Klinge, wenn man zum Beispiel mit der Messerspitze gegen den Tisch stößt. Man muss immer vom Körper wegarbeiten und den Griff fettfrei halten. Man darf das Messer unter keinen Umständen im Spülwasser oder unterm Fleisch verstecken. Das Messer aufs Fleisch zu legen, ist eine Unfallsquelle. In Griechenland zeigt sich die schöne Natur unverhüllt. Die Schule der Künstler war in den Gymnasien, wo die jungen Leute, welche die öffentliche Schamhaftigkeit bedeckte, ganz nackend ihre Leibesübungen trieben. Alle gingen dorthin. Sokrates, Charimides, Autolykus, Lysis und Phidias. Man lernte da selbst die Bewegungen der Muskeln, die Wendungen des Körpers. Man studierte die Umrisse der Körper oder die Kontur an dem Abdrucke, den die jungen Ringer im Sande gemacht hatten. Das schönste Nackende der Körper zeigte sich hier in so mannigfaltigen, wahrhaften und edlen Ständen und Stellungen, in die ein gedungenes Modell, welches in unseren Akademien aufgestellt ist, nichts zu setzen ist. Die schönsten jungen Leute tanzten unbekleidet auf dem Theater. Sophokles, der große Sophokles, war sogar der Erste, der das machte. Phryne badete sich in den Eleusinischen Spielen nackend vor den Augen aller Griechen. Und man weiß, dass die jungen Burschen in Sparta an einem gewissen Feste ganz nackend vor den Augen aller Leute tanzten. Die Krankheiten, welche so viel Schönheit zerstören und die edelsten Antlitze verderben, waren den Griechen noch unbekannt. Es findet sich in Schriften der griechischen Ärzte keine Spur von Blattern.
Und in keines Griechen Gesicht ist so ein unterschiedenes Kennzeichen dergleichen Blattergruben sind angebracht worden. Die venerischen Übel und die Tochter derselben, die englische Krankheit, wüteten auch noch nicht wieder die schöne Natur der Griechen. Die Statuen der griechischen Gottheiten haben sogar weder Adern noch Nerven. Diese Meisterstücke zeigen uns eine Haut, die nicht angespannt ist, sondern sanft gezogen über ein gesundes Fleisch, welches dieselbe ohne schwülstige Ausdehnung füllt. Die Haut wirft niemals, wie an unseren Körpern, besondere und vom Fleisch getrennte kleine Falten. Die alten Griechen hatten so viele Hochachtung für die Schönheit, dass sie nur das Schöne in der Natur ihrer Nachahmung würdig hielten. Ein Schlachttier macht keinen gesunden Eindruck, wenn es ein kühles Flotzmaul hat. Schweine werden circa 6 Wochen vor der Schlachtung richtig behandelt, dann gibt es besseres Fleisch. Denn entspannte Tiere haben keine Stresshormone. Die Menge des Glykogens, die nach dem Schlachten im Fleisch enthalten ist, hängt von der letzten Fütterung ab, vom Stress und ob das Tier jung oder alt war. Schweine können mit Kohlendioxid, Strom oder Bolzenschuss betäubt werden. Die Ausbeute beim Schlachten eines Schweines ist gut, wenn es einen großen Kopf und dünne Haut hat. Durch Rühren und Fibrisol verhindert man nach dem Stechen das Gerinnen des Blutes. Alle Schweine unterliegen der Trichinenschau. Der erste Anblick schöner Statuen ist bei dem, welcher Empfindungen hat, wie die erste Aussicht auf das offene Meer, wenn sich unser Blick verliert und starr wird. Aber in wiederholter Betrachtung wird der Geist stiller und das Auge ruhiger. Das allgemeine und vorzügliche Kennzeichen der griechischen Statuen ist endlich eine edle Einfalt und eine stille Größe. Je ruhiger der Stand des Körpers ist, desto geschickter ist er, den wahren Charakter der Seele zu schildern. Kenntlicher und bezeichnender wird die Seele in heftigen Leidenschaften. Groß aber und edel ist sie in dem Stande der Einheit, in dem Stande der Ruhe. So wie die Tiefe des Meeres allzeit ruhig bleibt, die Oberfläche mag noch so sehr wüten, ebenso zeigt sich in dem Ausdruck der griechischen Statuen eine große und gesetzte Seele. Das Bild des Bacchus ist ein schöner Knabe.
welcher die Grenzen des Frühlings des Lebens und der Jünglingschaft betritt. Bei ihm fängt die Regung der Wollust, wie zarte Spitze einer Pflanze, an zu keimen. Zwischen Schlummer und Wachen, in einem entzückenden Traum halb versenkt, sind seine Züge voller Süßigkeit. Die Formen sind sanft und flüssig, wie mit einem gelinden Hauch geblasen, fast ohne Andeutung von Knöchel und Knorpel an den Knien, so wie diese in der schönsten Natur eines Knaben und in verschnittenen gebildet sind. Diese Gottheit zeigt uns, vermöge der ihnen von den Dichtern gegebenen Vermischung beider Geschlechter, in ihren über uns gekommenen Abbildungen eine vermischte und zweideutige Natur, die sich durch ihre Völligkeit und stärkeren Ausschweifung der Hüften und durch ihre runden und zarten Glieder dem Körper der Weiber nähert. Im Gesicht des Bacchus ist eine unbeschreibliche Vermischung männlicher und weiblicher schöner Jugend und ein Mittel zwischen beiden Naturen. Daher kann man den Bacchus in bekleideten Figuren auch für eine verkleidete Jungfrau halten. Geschmacklich gute Kochwurst erreicht man durch die Verarbeitung von schlachtfrischem Rohmaterial. Für schnittfeste Rohwurst muss der Darm porös sein. Majoran ist ein wichtiges Gewürz für Blutwürste. Als Bindemittel für Blutwurst verwendet man am besten fein zerkleinerte Schwarten. Für Brühwurst eignet sich am besten junges Bullenfleisch. Für schnittfeste Rohwurst eignet sich am besten altes Kuhfleisch. Rohwurst besteht aus rohem Material und wird meist roh verzehrt. Die Statue des Apollo ist das höchste Ideal der Kunst unter allen Werken des Altertums. Diese Statue ist von der allerwunderbarsten Schönheit, so sich unter den übergebliebenen antiken Statuen befindet. Sie ist von der allerschönsten Proportion, Länge und schlanken Gliedern. Ich vergesse alles andere bei dem Anblick dieses Wunderwerks der Kunst. Ich war von dem ersten Augenblick an gleichsam weggerückt und
fühlte mich in einem heiligen Hain versetzt und glaubt, den Gott selbst zu sehen, so wie er unter den Sterblichen erschienen. Ich fühlte mich weggerückt nach Delos oder in die lykischen Haine, Orte, die Apollo mit seiner Gegenwart beehrte. Meine Brust schien sich aufzufüllen und zu erweitern. Eine selige Entzückung hob mich mit sanften Schwingen, dergleichen die Dichter den unsterblichen Seelen gegeben. Und leicht wie dieselben suchte ich mich bis zum Thron der höchsten Schönheit zu schwingen. Keine menschliche Schönheit vermag dies zu wirken. Eine ewig blühende Jugend bekleidet diesen männlich mächtigen Körper. Und der Reiz entzückender Zärtlichkeiten spielet auf dem stolzen Gebäude der Glieder. So wie in dem glückseligen Elysien, wo niemals ein nördlicher Wind das Haupt der Blumen gebeuget, noch die schwüle Mittagshitze die Lust der Täler verdorret. Ein immerwährendes Spiel zarter Zephyrs die jugendliche Natur belebet und erfrischet. Weder schlagende Adern noch wirksame Nerven erhitzen und regen diesen Körper. Ein himmlischer Geist, der sich wie ein sanfter Strom ergossen, hat ganze Umschreibung der Natur dieser Figur, die er selbst bildet, angefüllt. Sein weiches Haar spielet wie die zarten und flüssigen Schlingen edler Weinreben um dieses Haupt und sind herrlich hin und her geworfen. Es scheinet gesalbet mit dem Öl der Götter. Die Haarlocken spielen über alle Maßen schön. Es scheinet, er sei mit geistiger Nahrung genähret. Es ist eine vergeistigte Natur, die sich in seinem leichten Gang widerspiegelt. Apollo schreitet, ohne den Boden zu berühren. Eine ewige Jugend bekleidet diesen männlich mächtigen Körper. Er ist der schönste Jüngling unter Tausenden. Es ist nichts Sterbliches an ihm. Apollo ist der schönste Gott unter allen. Er ist der absolute Gott und das Wunder der alten Kunst. Ich wünschte, ich wäre Pygmalion. Durchwachsenes Schweinefleisch. Schöner, weicher Rückenspeck vom Schwein. Gefrorene Pflaumen. Schweinsbacken. Schweinskopf. Schweinsrüssel. Schweinsohren. Schweinshirn. Schweinszunge. Schweinsrücken. Schweinskarree. Lange Schweinsklätz. Kurze Schweinskotletts. Schweinsleber. Schweinemilz. Schweinsmagen. Schweinsnetz, Schweinsblut, Schweinsdärme, Schweinebug, Schweineschnitzel, Schweinsbrust, Schweinslunge, Schweinsherz, Schweinsschulter, Schweinsstelzen, Schweinsfüße, Schweinebacken eignen sich am besten für Brühwurst. Aus Schweineköpfen werden häufig Sülzen hergestellt. Schweinekopfsülze gibt es nur in erster Qualität. Aus dem Schweinebug kann man Froschinken herstellen. Aus magerem Schweinebauch kann man Kochfleisch herstellen. Die Oberschale verwendet man am besten für Schweineschnitzel. Vom Schwein ist alles verwertbar. Die alten Griechen hatten so viele Hochachtung für die Schönheit, dass sie nur das Schöne in der Natur ihrer Nachahmung für würdig hielten. Die griechischen Künstler fingen an, Meisterstücke zu bilden, die sich über die Natur selbst erheben sollten. Ihr Urbild war eine
nur im Verstande entworfene geistige Natur. Die Statuen der griechischen Gottheiten haben sogar weder Adern noch Nerven, noch Sehnen, noch Blut. Auf keinem ihrer Denkmale findet sich eine fürchterliche Vorstellung. Sie vermieden dergleichen noch mehr als sogenannte unglückliche Worte. Die Griechen verabscheuten die Grausamkeit. Ist das vorherrschende künstlerische Prinzip des Hellen, des Lichtes. Es ist leichter, die Schönheit in den griechischen Statuen zu entdecken, als in der Natur. Die absolute Schönheit könnte sich in der Natur finden, sie findet sich aber nie. Die Kunst übertrifft die Natur an Schönheit. Kunstdarme haben den Nachteil, dass sie kein gleichbleibendes Kaliber haben. In Kunstdarmen bleibt die Wurst nicht besonders knackig. In Kunstdarmen haben Würste einen Fettabsatz. Kunstdarme können nicht gut mitgegessen werden. Die Natur ist gefährlich, weil sie von der schönen Form ablenkt. Der Verfall der zeitgenössischen Kunst zeigt sich im Realismus. Schlechte Künstler, die das Schöne aus Schwachheit nicht erreichen können, suchen es in Warzen und in Runzeln. Bernini ist ein Kunstverderber, weil er der gemeinen Natur gefolget ist. Caravaggio ist ein Kunstverderber. Ist ein Kunstverderber. Stella, Kunstverderber. Rembrandt, Rau, Otto, Kunstverderber. Bernini ist ein Esel. Bernini ist ein Affe. Bernini ist ein Affe der gemeinen Natur. Jordans, Stella, Rau, Otto sind Affen der gemeinen Natur. Affen, Esel, Kunstverderber. Laurent, Reni, Barocci, Parmigianino, Caravaggio, Tiepolo, Lorenzotto, Pietro di Cortona, Tizio, Affen, Esel, Kunstverderber. Sie malen schiefe Nasen, eingedrückte Nasen, große Augen, kleine Augen, große Ohren, aufgeworfene, schwülstige Münder, schräge Köpfe, lange Hälse, kleine Stirne, kleine Köpfe, kleine Gliedmaßen, bucklige Rücken, dicke Bäuche, krumme Beine. Sie malen keine Beine, sie malen Sehnen, Adern, Nerven, Blut, rachitische Fratzengesichter, aufgeworfene, schwülstige Münder. Sie malen Blatterngruben, Blattern, Warzen, Runzeln, Sehnen, Nerven, Adern, Blut, Warzen, Runzeln, Fratzengesichter, Blatterngruben, Blattern! Also Naturdarme haben den Vorteil, dass sich Würste darin länger halten. In Naturdarmen sind Würste rauchundurchlässig. In Naturdarmen haben Würste geringere Brühverluste. Naturdarme sind verdaulicher. Die Schönheit ist das natürlich Gefällige. Die Schönheit ist ein Geschenk des Himmels. Die Schönheit ist ein Geheimnis. Die Schönheit ist weder verstandesmäßig noch sinnlich allein zu erfassen. Die Schönheit ist eine Sache des inneren Gefühls. Die Schönheit besteht im Charakter. Die Schönheit besteht in der Vollkommenheit der Materie. Die Schönheit ist in allen Dingen.
Die Schönheit ist in jedem Körper, wenn er vollkommen ist. Die Schönheit wird alsdann in allen Dingen angetroffen, wenn der Körper mit seiner Bestimmung vollkommen übereinkommt. Die Schönheit erhebt sich über die Seele. Die Schönheit erhebt sich über die Natur. Die Schönheit rührt alle Menschen. Die Schönheit erhebt die Seele über die Gestalten. Wer sich zu ihr, der Schönheit wendet, siehet und findet sie bald. Denn sie ist das Licht aller Materie und das Bild der Gottheit selbst. Es gibt nur ein Schönes, wie es nur ein Gutes gibt. Unsere Begriffe von Schönheit sind richtig. Unsere Begriffe von Schönheit sind richtiger als die anderer Völker. Denn was bei uns nicht schön ist, das kann nirgends schön sein. Die Schönheit ist der vollkommene Endzweck und der Mittelpunkt der Kunst. Und was nicht schön ist, das ist Tod für uns.
edler Freund. So wie eine zärtliche Mutter untröstlich weinet um ein geliebtes Kind, welches ihr ein gewalttätiger Prinz entreißt, ebenso bejammere ich die Trennung von Ihnen, mein süßer Freund, mit Tränen, die aus der Seele selbst fließen. Sehr wohl ist zartes Fleisch, geeignet zum Braten und Dünsten. Sehr wohl ist kräftiges Fleisch, geeignet zum Braten und Dünsten. Warum haben Sie mir nicht Gelegenheit gegeben, mündlich mit Ihnen zu sprechen? Ein unbegreiflicher Zug zu Ihnen, den nicht Gestalt noch Gewächs allein erwecket, ließ mich von dem ersten Augenblick an, da ich Sie sahe, eine Spur von derjenigen Harmonie fühlen, die über menschliche Begriffe gehen und von der ewigen Verbindung angestimmt wird. Saftiges, dunkles, etwas herbes, säuriges Fleisch, zu Braten, Dünsten. Ihre Bildung, Ihre körperliche Gestalt ließ mich auf das, was ich wünschte, schließen. Und ich fand in einem schönen Körper eine zur Tugend geschaffene Seele, die mit der Empfindung des Schönen begabt ist. Mein werter Freund, eine gleich starke Neigung kann kein Mensch auf der Welt gegen Sie tragen. Denn eine völlige Übereinstimmung der Seelen ist nur allein zwischen zween möglich. Die Liebe in dem höchsten Grad ihrer Stärke muss sich nach allen möglichen Fähigkeiten äußern. Denn Freundschaft ohne Liebe ist nur Bekanntschaft. Braten. Alle Namen, die ich Ihnen geben könnte, sind nicht süß genug und reichen nicht an meine Liebe. Und alles, was ich Ihnen sagen könnte, ist viel zu schwach, mein Herz und meine Seele reden zu lassen. Mein teuerster Freund, ich liebe Sie mehr als alle Kreatur und keine Zeit, kein Alter, kein Zufall kann diese Liebe mindern. Helles, mit Fett durchwachsenes, faseriges Bröselfleisch, gut anzurichten und zu portionieren, geeignet zum Braten, Dünsten und Gulasch. Ich möchte Ihnen alles in allem sein, Ihnen dienen, auf jeden Wink bereit, Ihr Verwalter in allen Geschäften sein, Ihr Gefährte, wo Sie ihn nötig haben, und die Beilage Ihrer Geheimnisse, Ihre Zuflucht im Kummer und der kräftigste Trost im Übel. Der Genius unserer Freundschaft wird Ihnen von Ferne folgen bis Paris, wo die törichtste Liebe ihren Sitz hat. Und wird Sie dort, in dem Sitz der törichtsten Liebe, verlassen. Die Welt ist ja voll von verhurten Weibern. Auch da, wo die Langeweile etwas entschuldigt. Was hat denn das Weib Schönes, was wir nicht auch haben? Denn eine schöne Brust ist doch nur von kurzer Dauer. Die größten Schönheiten sind mehr beim männlichen als beim weiblichen Geschlechte. Die größten Schönheiten sind mehr bei unserem als beim anderen Geschlechte. Ich bin wie Leib dem Geiste dir. Ich bin wie Geist dem Leibe dir. Ich bin wie Weib dem Manne dir. Ich bin wie Mann dem Weibe dir. Lebendgewicht, Warmschlachtgewicht, Kaltschlachtgewicht, Schlachtkosten, Schlachtverlust, Auskühlverlust, Hau- und Schwundverlust. Wann wird endlich die Ruhe kommen an dem Orte, wo wir uns zu sehen und zu genießen hoffen?
Wie glücklich würde ich sein, Sie zur Seite zu haben. Sie stehen mit mir auf. Sie gehen mit mir schlafen. Sie sind der Traum meiner Nacht. Stickiges Fleisch, Leberwurst mit Fettrand, Brühwurst mit Wasserabsatz und Rohwurst mit Trockenrand dürfen nicht mehr in den Verkehr gebracht werden. Machen Sie mich bald durch eine Antwort beglückt. Jede Zeile von Ihnen ist mir eine heilige Reliquie. Ich küsse Ihr Bild. Ihr Bild wird mein Heiliger sein. Ich umarme Sie. Ich küsse Ihnen die Hände. Sie, mein geliebter Freund. Ich ersterbe ohne Sie. Ich küsse Sie. Ich küsse Sie, mein edler, mein geliebter Freund. Ich küsse Sie. Ich küsse Sie. Die Liebe verdurstet mich. Не розумний що, не копчав ваше що, кето не какав страни язики, кето природи. І от я сім то ізмісли, да? Я сім то воно так тунікає. Ага, є. То треба бит нека яко пам'ятник, є? Он сім ісли, да, ту є нека яко пам'ятник написан, є? А сад мисли я, я то не разум, да сам нека Bene, das ist ein Tag, ob sie nicht sind, ne? Doch, jetzt wirst du zwar noch nicht mehr rasen, ne? Aber ich sage, oh, ich nie ein paar Menschen, die nicht ja, weil ich nicht kein Deutsch, ne? Doch, kein Tun, aber ich sage, ich bin das Rad. Zwar noch Srane. Usrane, Srane, ne? Zwar noch Srane. Als hat man nicht, die ja, von der Rasen, da ihr auch nicht kein Deutsch, ne? Schweins, auch Schweins, Schulter, Schweins, Brust.
Für einen schrecklichen Anblick. Diese ungeheuren Berge, die in die Höhe schießen. Diese schrecklichen, spitz zulaufenden Dächer. Die hohen Berge und die hässlichen. Deutsche, barbarische Fratzengesichter. Ich habe erst in Italien zu leben angefangen. Die Italiener entkleiden sich vor den Häusern am Strand und baden im Meer, ohne sich im Mindesten zu genieren. Man sieht ihre athletisch gebauten Körper, wie sie sich
am Ufer spielen oder am Strand tummeln und ohne das geringste Schamgefühl, völlig nackt, wie Adam im Zustand der Menschen. Lass uns nach Rom zurückgehen. Torniamo a Roma. 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 Torniamo. Torniamo a Roma, torniamo a Roma, torniamo a Roma, torniamo.
Mhm.